Leute, wir sind zurück. Kingdom Hearts 358 und 2 Tage. Im letzten Part sind wir bei Tag 119 stehen geblieben und wir müssen weitermachen. Es wird noch sehr spannend. Wir nähern uns der Hälfte vom Spiel, glaube ich. Wir müssten sogar schon bei der Hälfte sein, weil wir überspringen nachher relativ viel. Also nicht vom Schnitt her, sondern das Spiel überspringt relativ viele Tage. Aber genug gelabert. Die nächsten beiden Parts werden so 15 Minuten lang. Weil die letzten so lang waren. Also wundert euch nicht. Deswegen werden die Parts jetzt kürzer. Wir gehen aber ins Spiel und... So, hier sind wir auch schon. Wir müssen jetzt mit den Leuten reden. Wir gucken mal, was die so sagen. Los geht's. Du weißt, dass Missionen die Bonusanzeige füllen, oder? Sie zeigt der Organisation auf einen Blick, wie hart du arbeitest. Soll ich mal einen Blick wagen? Sag mir Bescheid, wenn du sie für die Tage 97 bis 116 gefüllt hast. Du hast die Anzeige für die Tage 97 bis 116 gefüllt. Champ, gute Arbeit. Hier hast du eine kleine Belohnung. Ein Windsplitter, geil. Hast du deine Waffen angepasst? Ein guter Spieler weiß, wie er sein Spiel den Hausregeln anpasst. Nimm eine Waffe mit mindestens 2 Einheiten und komm zu mir. Ich verschaffe dir ein Spiel, das deiner Waffe wert ist. Ah, du hast eine Waffe mit 2 oder mehr Einheiten. Gut. Ich verschaffe dir Zugang zu einem geeigneten Spiel, eine neue Mission. Frag Sykes nach den Einzelheiten. Alles klar. Einmal hier. Trainierst du? Tagtägliches Bemühen ist der einzige Weg zu wahrer Stärke. Ah, okay, dann los. Brich auf, sobald du bereit bist. Wir haben 5 neue Quests, ne? 2 normale. In der Arena des Olymp ist ein Morgenstern aufgetaucht. Finde und besiege ihn, gemeinsam mit Xigba. Info. Morgenstern ist während ihres Drehangriffs unverwundbar. Du kannst diesen allerdings durch Blocken oder eine bestimmte Art von Magie anhalten. Nimm dich auch vor Schwungmetzlern in Acht. Na dann los. Wir haben ja eh nichts Besseres gerade vor. Wir haben ja eh nur relativ wenig Zeit in den nächsten beiden Parts. Oh, komm, Rock, komm, Rucksack. Mach sie fertig, Alter. Nice. Easy. Aua. Was war das denn? Scheiße, das bringt gar nichts. Die sind nicht groß genug. Wir können nur normal angreifen. Sehr gut. Aua. Weil die springen auch immer zurück. Das heißt, das bringt leider nichts. Sehr schön. So, dann hier lang. Hier müsste der Morgenstern sein. Da ist er. Oh, jetzt haben wir ja auch noch so kleine Lappen. Die können wir gar nicht gebrauchen gerade. Oh, scheiße. Meine Magie. Weil ich ja Vitra hab. Oh, kacke, das habe ich komplett vergessen. So, Magie ist wieder drin. Hä? Vitra bringt ja gar nichts, Alter. Ach so, doch, Vitra über die Zeit, alles klar. Gut zu wissen. Die Frage ist, wie lange bleibt dieser Statuseffekt? Oh, die gehen mir so auf den Sack, ne? Ja.
Na komm. Dankeschön. Wie viele gibt's denn davon? Gut, das Qualabzeichen haben wir schon mal. Danke, Sigma. Aua. Hier haben wir das Qualwappen. Alles gut. Damit haben wir... Oh, hier gibt es sogar Truhen. 3 Stück an der Zahl. Noch eine Komponente A. Blitzrezept. Okay. Dann jetzt die als nächstes. Oh, da kommen immer neue, alles klar. Wir müssen den Morgenstern also so oder so so besiegen. Gut. Gut zu wissen. Jetzt kommen wir nicht an den ran, ne? Das war so klar, Alter. Danke. Kann Sigma bitte mal was tun? Also ja, der tut schon genug, aber bitte mehr. Oh, da kommen immer neue, Alter. Das ist so furchtbar. Danke, Sigma. Ich wollte gerade mein Limit einsetzen, du Arschgesicht. Wir haben ihn fast. Los geht's, komm. Das war's. Das war mehr als anstrengend. So, nur noch die letzte Truhe finden und dann sind wir hier durch. Wow. Das war richtig furchtbar. So, wir müssen nur die Truhe gerade finden. Da ist sie. Den Schwungmetzler, den machen wir jetzt nicht. Das ist mir zu dumm. Ja. Tschüss. Okay. Wir haben Schildtech gekriegt, um die mehr Widerstandskraft. Und ich habe wieder 1000 neue Qualsachen gekriegt. Oh, geil, Alter. Tag 120. So, dann haben wir noch eine andere, nämlich die hier. Ah, man sieht sogar immer daneben, was für Wappen wir noch haben. Okay, dann müsste ich offscreen mal gucken, in welchen Missionen wir noch Wappen bekommen können. Das wird sich zeigen. Bin gespannt. Ihr hoffentlich auch. Verfolge und besiege die Deserteure schon wieder. So ein Aero-Rezept. Und, oh ja, geil, Alter. Das war's.
Reichweiten-Tech, okay. Wieder ein Aero-Rezept und sonst noch irgendwas hier. Ja, da ist die andere Truhe. Ein Vita-Rezept, alles klar. Hier haben wir schon mal das Einheitsabzeichen. Und da oben ist es, da kommen wir nicht ran, ne? Niemals. Naja, vielleicht ja doch. Müssen wir mal gucken. Ja doch, Qualabzeichen, alles klar. Wir brauchen nur die Deserteure, ne? Das wird leider aber gar nicht so einfach. Die Klappersoldaten nerven mich jetzt schon. Die habe ich so überhaupt gar keinen Bock. Sehr gut. Rudi, kannst du mal anhalten, Alter? Oh! Oh, scheiße. Die haben mich ja gerade ganz schön weggehauen. Na, geht doch. Alle tot. Okay. Passt so. Da haben wir die Schildtech. Hier haben wir noch ein paar Klappersoldaten, die wir mitnehmen können. Da kommen hier einmal mehr, Alter. Das waren alle. Sehr schick. Alle fertig gemacht. Dann raus hier! Damit haben wir die Quest. Sehr schön. Und wir haben alle Symbole auch. Heißt für mich nach diesem Part erstmal schön wieder Herausforderungen abarbeiten. Richtig nice, Alter. Freue ich mich drum. Tag 121. Gut, jetzt checken wir aber erstmal noch bei Mokia, weil ich muss den Part eh gleich beenden. Damit ihr, habt ihr zwei Parts zum Wegsnacken. Gut, eintauschen haben wir nichts. Können wir irgendwas schmieden? Bis auf Vita oder sowas. Perfekter Block. Verbindet sich mit einer Blocktafel. Rückstoß vom feindlichen Angriff wird vermieden, wenn du blockst. Hm, chillig. Sollten wir vielleicht sogar machen. Schildtech plus für Blockrückzug bräuchten wir, also ja, Rückzug bräuchten wir perfekter Block L. Sowieso. Nur eine Tafel erlaubt. Ach so, okay. Dann lasst uns mal kurz gucken in unsere Tafeln. Haben wir hier überhaupt gerade eine Blocktafel? Ja, hier. Was ist das überhaupt? Blockenstufe hoch. Ah, das würde uns sogar senken. Okay, dann machen wir das so. Und dann brauchen wir noch eine High Potion. Wir haben ja 72 noch, lol. Also müssen wir eine High Potion hier nehmen.
dann einmal Y. Und dann brauchen wir noch ein paar Mal Vita leider. Ne, Vita bringt uns gelinde gesagt gar nichts, wenn wir keine Stufe 2 Tafel haben. Hm. Dann lassen wir das so. Passt das schon. Alles klar. Gut. So, Leute, das war's dann aber auch schon mit diesem Part. Relativ kurz, wir haben die beiden kurzen Missionen gemacht. Im nächsten Part geht es dann weiter mit den Hauptmissionen. Gucken wir mal, was uns da erwartet. Ja, so viel sei zu diesem Part gesagt. Mal gucken, wie es im nächsten aussieht. Ich bedanke mich an der Stelle bei euch fürs Zuschauen. Like dieses Video, abonniert den Kanal für mehr Kingdom Hearts Content oder wenn ihr mehr von mir sehen wollt. Genießt noch euren Tag und ich hoffe, ich sehe euch im nächsten Part wieder. Bis dann!